Welchen Leuten? Ja, vor mir. Die Person. Die ist halt hardcore, die ist gerade mitten in der Geschlechtsumwandlung. Oh Gott. Hast du was gegen starke Frauen, Daniel? Also willst du bestimmt nicht auf YouTube bekannt werden. Ich hasse starke Frauen. Ich hasse Frauen. Eine Frau sollte erlaubt sein, ein Sandwich zu machen, wann immer sie will. Ja, ich hasse alle Frauen. Alle Menschen, nur die Frau. Ich hab's erwischt, ich kann meine Beine nicht spüren. Daniel, pass auf, der schießt! Oh, der Daniel, der mit seinen schnellen Reflexen kann selbst einem Blitz ausweichen. Aua! Aber keinem Schwanz! Aber keinem Schwanz! Alter, die Nachricht bei mir ist da voll am Rumspacken gewesen, ey. Der stets wachsame Daniel kann selbst einem Blitz ausweichen, aber keinem Schwanz. Das war echt so ein lamer Moment, ey. Der weicht voll spektakulär dem scheiß Blitz aus, nur um den von dem Bissschwanz da getroffen zu werden. Ja. Ich werfe mal alle Granaten. Aua! Ja, Ja, wenigstens haben die dich geheilt. Bist du sicher? Schneller ist der Schwanz, so kommst du als Erster an. Boah. Ja, da hätte sie kommen sehen können, Daniel. Der hat seinen Fuß gehoben. Der musste pinkeln. Ich glaube, der hat einen Schwanz aus Stahl. Ja, der geht irgendwie nicht kaputt. Ich meine, ich habe noch nicht versucht. Aber Alter, der prügelt mich ja nur durch die Knie, durch die Gegend, wie so eine Strohpuppe. Ich fühle mich wie bei dir zu Hause. Ui! Hör auf, der schießt dran halt. Die ganze Zeit nur. Die ganze Zeit fliege ich nur durch die Gegend, ey. Ja, jetzt gib mir doch mal endlich deinen Schwanz, ey. Ja, gib's doch nicht. Ah, jetzt machst du das mit Absicht. Ah, danke. Ich glaub, dass der hat deinen Schwanz für dein Leben, Daniel. Oh Gott. Das ist ein fairer Tausch, sein Leben gegen den Schwanz, ey. Er hat sein Leben gegeben für den Schwanz eines anderen Mannes. Ich krieg jetzt keine scheiß Donnerkugeln, ey. Dann schieße ich den Daniel in den Fuß. Oh, ich hab schon weggeguckt. Ah. Du kriegst das immer so schnell weg, ey. Nein, ich will's nicht sehen. Okay, ich hab Kugeln bekommen, hervorragend. Mein Schwert sieht voll beschissen aus, ey. Das ist ja mit dem. Ey, mein Gott, dieser Skin für den Hammer, der sieht ja echt merkwürdig aus, ey. Guck, der hier, der Hammer von dem. Das... Ja. Muss man von der Seite gucken, ey. Das ist irgendwie ja. So viel. Das ist alles so ein Thema. Es gibt hier grüne Sachen und lila Sachen. Ja. Oder pinke. Ja, der zum Beispiel, der hat ein Schwert, das Schwert hat nicht mal eine Klinge, ey. Der Typ hier bei dem Schild hier, aber hier bei dem Häuschen. Ja, na guck mal bei mir. Meinst du das? Das ist ein Schlüsselschwert. Mein Revolver sieht auch so ähnlich aus, ne? Aber das siehst du jetzt nicht, weil mein Revolver einen Skin hat. Sieht aus wie ein Flaschenöffner. Und da lande ich und ich muss flexen. Daniel mit seinem fancy Sword. Wie willst du denn da jemanden mit schneiden? Wie funktioniert? Erklär mir mal das Ding. Da sind so Stacheln in der Mitte, kann das sein? Ja. Also ich stelle mir das so vor, du musst den Kopf dann irgendwie von dem Gegner da reinkriegen und dann, ich glaube, das ist mehr gegen Menschen gerichtet. Ich glaube, die Behemoths haben gar nicht so kleine Köpfe. Oder ist das so eine Art Penisbeschneider? Das ist wie so ein Fruchtentkerner oder so für Penisse. Da holst du das Richtige da einfach. Lass mal nicht mal weiter spinnen, ne.
Zum Glück haben meine Revolver Skins, die müssen sich diese Schande nicht antun. Das, ich, bei Sturmlauf sieht das genauso beschissen aus, das ist auch so eine große weite Öffnung hier. Ich weiß, Daniel, das sieht scheiße aus, ob das Ding zu schwingen. Ja, ich will mal gucken, ob die auch andere Animationen oder irgendwie sowas hier haben. Nee. Ich, sieht für mich mehr so aus, als würde es versuchen, das Schwert loszuwerden. Der Schrotthändler hat mich übers Ohr gehauen. Und mein Schwert fehlt irgendwie die Hälfte. Fehlt zwar die Hälfte, die wichtige Hälfte fehlt, aber dafür hat alles andere. Er hat sogar ein Navi. Und einen Korkenzieher. Ich bin in der Monster Ranger Welt. Ah, mit Mo. Ah, Meister Bösewicht Mo. Weißt du doch, das ist der Name von dem Barkeeper, der sehr am Selbstmord gefährdet ist. Ach, Flex. Jetzt auch für Zeit für ein neues Intro, dann, weil ich jetzt flexe. Boah, mein Cape ist die ganze Zeit. Was zum Teufel ist mit. Was? Ich sehe gar nichts. Was okay. Mit dem Cape? Gar nichts. Gar nichts. War auch nichts, ne? Bei dir war noch schlimmer. Was hat denn bei mir? Was? Weiß ich nicht, dein Arm war irgendwie in dir drinne. Ja, das haben Arme so an sich. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Bei mir sind meine Arme immer in mir drin. Ist das ein T-Rex? Mein Gott, hat. Ja, pass auf, es kommt auf dich zugerannt. Oh Gott! Das rollt. Au. Weil der Pi ist im Prinzip ein Dino, also. Alter, das hat eine Reichweite mit dem Schwanz. Irgendwie ist gar keine Musik hier. Bei mir ein bisschen, aber das ist nicht. Alter! Das sah gut aus. Ja, es hat sich auch so angefühlt. Ey. Da bin ich echt platt, was? Das war Roadkill. Oh, der Alter, pass auf, der hat mit dem Schwanz eine unglaubliche Reichweite. Ey. Der Schwanz ist irgendwie zu hoch, ich komme da gar nicht dran, ne? Aber hier ist, bei mir ist voll still, das ist irgendwie voll arg geworden. Au. Oh. Sag doch, wenn du denkst, dass du außer Reichweite bist, dann bist du noch lange nicht in Sicherheit vor dem Schwanz, ey. Wenn ich mal da drankommen könnte, ey. Das ist nur was für große Kinder. Oh Gott, ich war am Nachladen. Da bist du echt platt, was? Oh mein Gott. Schlag doch nicht so well mit. Willst du mich verarschen? Aha. Kannst du mir helfen? Ich bin umgefallen und ich komme nicht mehr hoch. Gotta go fast! Gotta go fast! Pass auf! Das rollt, das rollt! Was zum. Was macht's da? Ich hab doch. Oh Gott, jetzt trägt das Eis! Es hat einen Fashion-Wandel gemacht! Was war denn das für ein Sound, ey? Er hat einen komischen Schrei drauf, ey. So. Ungefähr ist her. Der Schwanz bewegt sich die ganze Zeit, ey. Nein. Ist der Schwanz irgendwie gerade größer geworden? Weiß ich nicht. So haben Schwänze so an sich. Ja, ich weiß gerade, ich habe gerade erst realisiert, was ich gesagt habe. Versuch den zu treffen und der lässt mich nicht. Boah, willst du mich verarschen? Ich werde getroffen, wenn der Schwanz zurückkommt, ey. So, ja, Mann, können wir mal aufhören, über Schwänze zu reden, ganz ehrlich. Ey. Das war. Ja, super. Ja, da bist du wieder. Hast du gesehen, Daniel, der hat mich in den Tod geschubst. Warum kann man ja eigentlich runterfallen, wenn man sowieso wieder an der gleichen Stelle wieder auftaucht und gar nichts abgezogen bekommt oder so? Ja, voll sinnlos. Das hat dramatischen Effekt, Daniel. Willst du ein Spiel mal machen, dann mach das mal. Oh Gott, es wird wütend.
Ich will gar nicht wissen, was das macht. Wird das jetzt wie so ein Beyblade rumrollen oder was? Oh, der hat 906 Schaden gemacht beim Schwanz, ey. Aber auch richtig laut. Oh, sie könnte mal lassen. Nein. Ich sag doch, Daniel, der Schwanz, der ist gigantisch. Hilf mir hoch. Komm. Er steckt doch die scheiß Knarren weg, Mann. Warum kann ich die scheiß Knarren nicht wegstecken? Oh, sie könnte. Ey, das ist so ein merkwürdiger Kampf ohne Musik, ey. Also ich hab Musik, ey. So, jetzt drehe ich mich. Du kannst mich nicht aufhalten. Will ich doch gar nicht aufhalten. Alter, 1095. Ja. Ah! Oh, schon wieder runtergefallen. Ja. Ich verarsche. Ich hab nicht gesehen, dass. Ich vergesse die ganze Zeit, dass die in den Abgrund hinter mir ist, ey. Ich glaub, den Schwanz kriegen wir nicht, ey. So, doch. Oh, abgefroren. Ja, ich hab schon die Platte. Gefrorene Schwanzplatte, ja. Hast du auch gekriegt, sehr gut. Ja. Also direkt nachdem er jetzt sagt, fällt der Arzt. Oh, ich fall schon wieder runter. Ich bin zu nah an der Klippe da, ey. Ich muss mal da weg, ey. Warum ist denn hier Eis? Oh Gott. Irgendwie ist der Schwanz kein bisschen kleiner geworden, habe ich so gefühlt. Ja, das ist ja auch nur die hinten die Schuppe da, das Ding, was da liegt, abgegangen. Ja, geil. Jetzt brauchen wir seine Augenbrauen, hol mal die Pinzette. Brother, I got you. Dankeschön. Ich musste bis jetzt noch nichts verbrauchen, ja. Ja, ganz toll, ich habe nur noch ein Trinkpäckchen. Hey, ich komme hier nicht durch. Das ist auch Eis, du Mongo. Braucht man echt die Augenbrauen von denen? Ich weiß nicht, da stand irgendwas von der Braue, weiß ich nicht. Vielleicht hat er die auch im Schritt, ey. Ich schieß dem einfach mal in die Fresse. Ist der eigentlich schon abgehauen, der Pisser? Nee. Jawohl. Oh, eine Braunschuppe, ja, haben wir. Ja, ich auch. Oh, ich schmeiß dich da runter. Aber guck mal, da ist eine unsichtbare Wand für den. Was ist denn das für ein der Hacker, ey? Oh Gott. Alter, was hast du gegen mich, ey? War voll am Abspacken. Komm, ich fäng's her. Okay. Alter. Dafür, dass der Scheiß, den wir brauchten, selten ist, haben wir den ziemlich leicht gekriegt, ey. Aber ich Alter, was macht das Vieh für eine Scheiße da? Das ist voll der Baumfick sein. Ich hab den irgendwie gehauen, während der irgendwie gerollt ist. Und ich glaube, der ist umgefallen dadurch. Er hat schon einige Narben, das Vieh. Das sieht schon voll ramponiert aus. Guck dir das mal an von der linken Seite. Ich glaub, das ist jetzt durch ein paar Minen durchgesaust, ey. Das war irgendwie laut. Das ist doch immer laut, ey. Das findest du gut, wenn es laut ist, oder was? Oh Gott, Daniel, pass auf! Daniel macht sein kleines Feuerchen hier. Der stampft das einfach aus, ey. Was hab ich gesagt? Der hat's ausgestampft. Ich muss mich doch warm halten, irgendwie. Komm hier in meinen Trenchcoat. Dann sind wir siamesische Zwillinge. Dann wird das Vieh auch sein. Boah, gegen die Spastis will ich nicht kämpfen. Weil das Vieh, wirst du müde? Wenn wir mal wenigstens eine Lebensenergie von dem Vieh hätten, ey. Ach. Wahre Jäger brauchen sowas nicht. Boom. Oh, es ist tot, oder? Nee. Okay, jetzt. Jetzt ist er tot. Fangerschuppe. Hab mich nur gewundert, ich hab den nur einmal gehauen, dann ist er umgefallen. Banga erledigt. Okay. Ich habe irgendwie gar nichts im Beute gehabt gerade. Aber voll der merkwürdige Kampf ohne Musik. Boah, muss ich irgendwas wieder reinschneiden da. Ja, muss irgendwo. Der Daniel macht die Musik mit seinem Mund. Oder mach einfach. We mess around. We do not mess around.